Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Tropico 6. Das ist jetzt die Vorab-Version. Also, die ist noch nicht für alle zur Verfügung. Das heißt, ich habe den Code gekriegt vom Publisher. Es ist noch nicht der Day-One-Patch draußen und es kommen auch noch Updates. Also, falls hier was passieren sollte, irgendwie ein Bug oder Grafikfehler oder so, die werden noch behoben. Ich glaube zwar nicht, dass was passiert, aber man muss es ja erwähnt haben. Ich habe gestern schon El Presidente angepasst. Den werde ich euch jetzt zeigen. Ich wollte gestern eigentlich mir schon ein Video machen. Hatte auch kurzzeitig was gemacht, aber meine Capture-Karte bzw. die Software hat sich dann gedacht, dann gehen wir mal einfach aus während der Aufnahme und dann konnte ich die Datei nicht mehr öffnen. Also die Datei ist da mit ein paar Gigabyte, ein paar mehr Gigabyte, aber dadurch, dass das Capture-Programm einfach aufgehört hat, steht zwar da, steht nicht richtig da, was das sein soll. Ich habe alles versucht mit irgendwelchen Programmen das noch irgendwie zu retten oder so, aber es kann nicht zugeordnet werden. So. Ich habe El Presidente die Uniform angelassen, die er anhatte. Bloß ich habe sie schwarz gemacht. Gesicht habe ich angepasst. Bart habe ich so in etwa wie mein gemacht. Müsste mal gucken. Eine Pickelhaube habe ich ihm verpasst, weil ich die ganz gut fand. Und da ist ein Lama drin in der Pickelhaube. Wir können ihm auch halt genau. Wir können ihm jetzt hier alles Mögliche verpassen. Wir können die auch andere Farben machen, logischerweise. Die sind jetzt alle schwarz, weil ich jetzt schwarz gefärbt habe. Ja. Und Monokel habe ich ihm verpasst, wie Fritz Klink von Ein Käfig voller Helden. Den Bart habe ich auch grau gemacht. Hier kann man die Uniform dann anpassen und den Helm. Wir haben da zwei Grundfarben. Ich habe jetzt beide schwarz, aber es passiert auch nichts, wenn man da grün macht. Das da, also bei dem Helm jedenfalls nicht. Bei einem anderen bestimmt. Und Haare und Bart habe ich so ein bisschen Graustich rein gemacht. Und da ich jetzt nicht so viel spoilern will, habe ich mir gedacht, machen wir einfach ein Sandbox-Spiel. Wir können jetzt hier zum Beispiel ein neues Spiel sagen: Tutorial, Mission, Sandbox. Ich will keine Mission machen, ich will euch nicht zu sehr spoilern. Ja, also, wir wollen einfach jetzt eine Sandbox machen und uns eine schöne große Insel aussuchen, die hier zum Beispiel. Und Option anpassen. Startgeld unbegrenzt habe ich schon eingestellt. Entwicklungsstufe habe ich keine. Wir können halt reichlich. Ach nee, Entwicklungshilfe. So, reichlich. Moderne Zeit. Kalter Krieg. Weltkrieg. Kolonialzeit. Aber wir nehmen jetzt mal die moderne Zeit, dass wir auch alles Mögliche freischalten haben, dass wir uns das mal angucken können. Es geht jetzt hier auch nicht um die perfekte Stadt, es ist einfach nur, dass wir mal gucken können, was wir alles drin haben. Hier kann ich gar nichts machen, okay. Katastrophe selten, keine Katastrophe. Oppositionsentwicklung, freundlich, moderat, stark, freundlich. Wir nehmen das. Karibische Zufriedenheit machen wir mal stark, keine Ahnung. Oder nehmen wir nur einen Durchschnitt. So. Staatsbevölkerung habe ich auf 200. So, anpassen, beenden und wir nehmen diese Insel. Aber ich habe Teil 5 habe ich auch so geliebt, ey.
Ich find's so geil. Wir sind El Presidente. Und so was wie SimCity, ja, irgendwie eine Stadt bauen und was weiß ich. Hier sind wir El Presidente. Wir sind so, wir fangen jetzt immer an mit so einem kleinen Beat. Ist kostbar, Präsente, besonders eure Zeit, denn ihr seid der eifrige Führer einer Nation und nicht etwa ein Kind, das in einem Sandkasten spielt. Na doch, endlich wirklich. So, wir haben schon einen Hafen. Hier kommt schon ein Schiff, seht ihr das? So, jetzt L2 haben wir dann halt hier unser El-Präsidente-Rad. Ich bin der Broker. Vermutlich hatte ich einst einen anderen Namen, aber wissen Sie, wozu Namen gut sind? Sie bringen einen ins Gefängnis, Präsident. Tja, das ist nichts für mich. Ich bin ein Geschäftsmann. Welche Geschäfte? Hey, worum geht es? Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetz bricht. So, zum Broker kommen wir nachher. Die Handelsroute unterzeichnen. Kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall Handelsrouten. Uran. Wir wollen ja Atomkraftwerk bauen. Mal Waffen, gucken wir auch mal. Wir haben ja unbegrenzt Öl, Zucker, Zigarren, Wolle, Tabak, Schokolade, Schmuck, Saft, Rum. Also Uran müssen wir jetzt genug haben. Ich weiß ja nicht, wie viel man Brauch für ein Atomkraftwerk, falls es hier überhaupt ein Atomkraftwerk gibt. Meeresfrüchte. Mais. Machen wir alle Länder. Käse. Kokosnüsse. Kaffee. Elektronik. So, jetzt haben wir so ein bisschen Handelsroute gemacht. Oh, habt ihr eine Trophäe? Vorher hast du bei der Sandbox, glaube ich, keine Trophäen gekriegt. So, hier ist der El-Präsidente-Palast. Den habe ich auch angepasst. Den kann man nämlich auch anpassen. Hoppala, falsch. Wenn wir hier raufgehen und dann sagen, hier unten anpassen, da könnt ihr hier. Wartet mal, ich gehe mal ein Stück zurück. Achso, können wir nicht. So. Also verschiedene Anordnungen der Gebäude. Halt, ihr könnt auch sagen, halt, ihr langes Gebäude. Ich habe ein langes Gebäude. Und dann kann man dann halt hier den Weg oder hier den Zaun oder hier den Garten. So, wartet. Den Dachgarten. So. Da können wir jetzt hier zum Beispiel das
hinsetzen. Aber halt nur auf einer Seite. So, dann hier ändert sich dann halt der Zaun. Garten. Können wir hier zum Beispiel einen Pool hinsetzen. Und nein. Halt. So. Dann können wir hier noch Fahnen hinsetzen zum Beispiel. Ist noch nicht alles gleich beim Anfang frei, also das dauert. So, dann haben wir hier noch ein Deko. Können wir hier, was können wir hier Schönes machen hier? Garten. Eine Statue von uns selber. Pavillon. Dann machen wir ein Pavillon hin. Und hier können wir dann die Grundfarben ändern. Ja, und da kann man dann halt auch hier das Rote. Da können wir dann zum Beispiel in Weiß umändern. Das Gelbliche für die Fenster in zum Beispiel, was nehmen wir da? Nehmen wir mal hellgrau. Standard. So, machen wir das weiß. So, Farbe dunkel, da können wir jetzt hier zum Beispiel oben das Dach, seht ihr das? Können wir jetzt zum Beispiel auch hellgrau nehmen oder Standard halt weiß. Aber wir machen es mal grau. Und die Fenster können wir ohne auswählen. Das dauert dann ein bisschen. Wie gesagt, das ist. Müsst da ein bisschen Geduld haben. Wenn das fertig ist später, dann sind die Fehler nicht mehr drin. Ah, hier seht ihr, jetzt ladet schon nach. So, aber welches nehmen wir denn da jetzt? Wir nehmen das. Das nehmen wir. Das sieht schön aus. Das Verzierte nehmen wir. Genau. Und hier könnt ihr auch noch das Mauerwerk. Ich weiß nicht, sieht man das jetzt? Stuckwände. So, und dann haben wir das Gebiet nämlich Anpassung. So, und dann haben wir nämlich den Palast uns angepasst. Sieht doch schön aus, oder nicht? So, dann kommen wir mal zum Entscheidenden. Wir machen erstmal die Zeit voran. Ach ja, haben wir. So, wir können auch Leute bedrohen und so. Ich mache mal jetzt einfach hier gerade zu. So, haben wir. So, haben wir jetzt erstmal das, genau. So. Für Hafenanlagen, die wir noch bauen wollen, brauchen wir hier unten nämlich noch Platz. So,
Ich mache das auch nur, dass das alles angebunden ist, damit ihr seht, wie das aussieht. So. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Fläche geschaffen, damit wir hier ein bisschen was machen können. Super. So, und wenn wir jetzt L2 drücken, ach Quatsch, L2, Dreieck drücken, da kommen wir jetzt in das Rad, wo wir uns jetzt hier alles Mögliche aussuchen können. Hier, das seht ihr ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Versorgung gehen, einfach nach oben drücken und jetzt halt L2 drücken, ach Quatsch. So, hier reingehen und dann hier, jetzt muss ich erst mal selber überlegen, welche Taste das war. Ach, L1 war es, L1. Haben wir hier noch mehr Sachen, die wir nehmen können. Ihr könnt auch hier einfach nur vorher umschalten. Könnt ihr sehen, ob er da was mit bei ist, was er braucht oder nicht. Ja, aber wir wollen jetzt erstmal ein Atomkraftwerk bauen. Jetzt müssen wir erstmal die Lizenz kaufen, damit wir ein Atomkraftwerk bauen können. Also den Bauplan. So, und jetzt setzen wir jetzt einfach mal... dahin. Und dann sagen wir hier, wir wollen, dass die schneller arbeiten. Zack, ist es fertig. Und er sagt natürlich, wir haben keine Straße. Und ich habe hier noch Geld, also können wir hier Budget für alle festlegen. So, und dann machen wir hier natürlich. Ich muss ja mal gucken, wo hier der... da. Also mit der Straße, das ist dann manchmal so ein bisschen problematisch. Da sieht man meistens, manchmal, wenn jetzt viele Bäume sind, hier nicht gerade den Pfeil, wo das hin soll. So, wir können hier nochmal ein zweites bauen. So. Ihr seht, da kann man hier auch komplett drehen. Da können wir auch hier nebeneinander stellen. Zack. Und wir sagen wieder, schneller bauen, kostet zwar Kohle, aber wir haben ja unendlich. Würde ich euch im normalen Modus nicht empfehlen. Okay, seht ihr, meine Handelsroute. Uran ist eingetroffen, das ist schon mal ganz gut. So, und jetzt... zack. Dann können wir auch gleich hier mal so ein bisschen noch weiter, zack. So. Oh, hier brennt's. Dann brauchen wir hier ein Feuerwehrhaus, eine Feuerwehrwache. Da kaufen wir mal die Lizenz. Halt. Und dann machen wir einfach mal hier eine Feuerwehrwache hin. So, und hier wird... haben Sie die Aktienkurse gesehen? Ja. Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun. Ja, alles. Hätte sich das an, als hätten Sie eine Wahl? Nö. So, und hier seht ihr auch einen Kreis, wie weit die Feuerwehrwache das abdeckt. Also alles wird nicht abgedeckt. Da müsst ihr dann halt wieder mehrere Wachen holen, damit ihr die über die Landkarte verteilen könnt. So, und seht ihr, jetzt ist der Karton weg und hier wird fleißig Strom hergestellt und Mitarbeiter haben wir auch. So. Jetzt wollen wir aber... erstmal Häuser bauen. So, dann haben wir modernes Apartmenthaus, moderne Villa... Mietskaserne,
Und Apartmenthäuser haben wir alle. Eine Luxusvilla haben wir und eine moderne Luxusvilla. Ich würde jetzt erstmal das moderne Apartment kaufen und die setze ich jetzt hier einfach mal hin. Ist so schade, ich kann hier leider nicht sagen, dass ich davon mehrere haben will oder mehrere bauen will. Das geht leider nicht. Halt die Straße ein bisschen zu klein gemacht, wa? Nee, passt doch noch hin. Zack. Aber wenn man einfach nichts drückt. Zack. Ja, einfach Dreieck. Und dann ist es automatisch da. Und dann drückt man nochmal X. Und dann braucht man halt nur da dahin, wo man hin will. Das passt so nicht. Dann bauen wir es so hin. Wir brauchen ein paar Häuser. So. So. Das passt ja wieder so hin. So. Seht ihr das? So, das reicht erstmal von denen und dann bauen wir jetzt einfach mal noch eine Mietskaserne. Da passen auch viele drin. Also setzen wir mal so hin. Halt. Wenn man jetzt hier sagen könnte, hey, pass mal auf, ich will von dem Haus gleich mehrere hintereinander bauen. Dann werdet noch richtig klasse. So. So, und dann packen wir hier noch, dass wir die dann alle mal sehen können. Eine moderne Villa packen wir hier noch hin und eine Luxusvilla. Zack, einfach mal die Baracken da weggeruppt. Und dann hatten wir noch Haus kaufen. Ja, das sieht dann so aus. Das werden wir mal auf die Seite machen. Hier ist mehr Platz. Da. Direkt bei El Presidente. Apartmenthaus kaufen. Das ist dann wieder was größer. Zack. Und was haben wir noch? So, das sind hier so eine Baracken, so eine kleinen Dinger. Die wollen wir natürlich nicht in unserer Nähe haben. Die können hier rüber ins Ghetto. Gute Neuigkeiten, Residente. Wir haben eine neue Richtlinie festgelegt. Ich fürchte, sie erfordert Ihre strikte Folgung. Ja, ja, machen wir. So, was haben wir noch bei Häusern? Jetzt haben wir Häuser alle gekauft, ja. So, dann würde ich sagen, wichtig wäre hier noch bei El Presidente. Den habe ich nur gebaut, weil es cool aussieht. So, wichtig wäre bei El Presidente. Das war hier. Seht ihr, hier ist das ganze militärische Piratenbucht und sowas haben wir auch alle. Verteidigung, Hauptquartier. Und hier kann man dann halt Überwachung auch machen. Hier. Zentrum für Cyberoperationen können wir hier machen. Machen wir mal.
hinter El Presidente. Dann haben wir eine Drohnenwerkstatt, ist neu. Also die, an die kann ich mich aus Tropico 5 nicht erinnern, dass wir da eine Drohnenwerkstatt hatten. Und hier Spionage, genau. Zack. Hey, Präsident, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich bin. Ja, ja, machen wir. So, ihr seht da, die bauen auch schon ziemlich schnell. Also man kann nicht schneller als viermal die Zeit machen. Das geht nicht. So, dann ist wichtig, dass wir hier noch. Unten wird es auch angezeigt, ob man. Also ich zeige euch das nochmal. Guck mal. Hier kann man. Wird halt angezeigt. So, und wenn ich jetzt hier auf Häuser raufgehe, hier bin ich bei Häusern, hier wird nicht angezeigt, dass ich was drücken kann. Also L1 oder R1 drücken kann. So, dann brauchen wir die Piratenbucht. Kaserne. Die bringen wir auch hinter El Presidente unter, damit das Militär hier immer schön präsent ist. So, einen Kontrollpunkt brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja keine Kontrolle an sich. Aber wir können ja da mal hinsetzen. Vorm Hafen, damit da auch kontrolliert wird. So, dann haben wir ein Verteidigungshauptquartier. Jetzt mal dahin. So. Wachturm haben wir noch ein Vor. Das Vorsetzen wir mal hier. Hier hinten hin. Und dann haben wir nämlich noch. Wachturm. Muss ja alles immer schön überwacht sein. Dann haben wir hier noch die ganzen wichtigen Sachen wie Krankenhäuser, Schulen und so. Aber erstmal würde ich sagen, alles was jetzt mit hafenmäßig zu tun hat. Wo haben wir das jetzt? Häuser, da Büro, da. Transporthafen. Haben wir den jetzt schon? Nee, Transporthafen haben wir noch nicht. Dann machen wir hier einen Transporthafen hin.
Anlegestelle. Hafenanlage, das ist das, was wir haben. Ja. Okay, dann haben wir das alles. Dann müssen wir hier noch eine Straße bauen. Also ihr seht, man kann hier richtig nah ranzoomen. Hier braucht ihr gar keine Straße, habe ich schon gewundert. So. Hier haben wir die Häuser. Die natürlich immer noch nicht fertig sind. Dann machen wir noch ein Baubüro hier hin. Schneller hier das. Und guck mal, wie schnell wir Arbeiter haben. Stellen Sie Ihren weg. Und das andere Baubüro, das ist das hier. So, und dann wird das auch schneller gebaut. Wir können natürlich auch noch einfach mal sagen, wir bauen noch ein Baubüro. Das bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Und seht ihr, wie schnell das voll ist? Zack, bumm. Und umso schneller wird gebaut. Bauen wir mal noch ein Baubüro. Setzen wir mal hier hinten hin. Kann ich euch das nochmal zeigen? So, wir machen mal das Budget hoch und das setzen wir für alle fest. Und ihr seht, hier sind die Bauarbeiter. Wir haben jetzt hier 4 offene Stellen noch. Ja, und insgesamt haben wir 6. Und wenn wir jetzt hier oben aufwerten, können wir 4 zusätzliche Stellen. Und zack, sind schon fast alle voll. Und guckt mal, wie schnell das gebaut wird. Dann können wir noch eins bauen. Zack. Die Bürger werden daran erinnert, dass illegales Hacken nicht geduldet wird. Alle Hacker sollten sich jedoch im Zentrum für Cyberoperation für eine vollkommen legale Neubeschäftigung melden. Vollkommen legale Neubeschäftigung, oh nicht schlecht. So, und hier kann man auch hingucken. Ihr seht, die Häuser sind fast alle noch ziemlich leer. Also wir haben zu viele Häuser für zu wenig Zeug. Ja. Also da passen ordentlich Leute rein. Aber um unsere Leute glücklich machen zu können und die vernünftig auszubilden. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich mache erstmal das mit Bildung und alles. Zack. Wir fangen mal mit dem Krankenhaus an, das ist am wichtigsten. Setzen wir da mal ein Krankenhaus hin. Eine Irrenanstalt, ja, die kann man immer gebrauchen. Ich
Kopf gestoßen? So. Die Müllanlage, die wollen wir natürlich hier nicht so nah dran haben. Die setzen wir mal hier hinten hin. Machen wir hier hin. Beim Atomkraftwerk. Am besten dahinter. So. Könnt auch richtig weit ranzoomen und alles. So, bauen wir das dahinter. Wir haben auch irgendwo in der Müll. Ach, da haben wir ein Recyclingzentrum. So. Das Recyclingzentrum, das können wir ruhig hierher setzen. Ist ja Recycling, da passiert nichts. Aber hier. Ja. Zack. Sieht jetzt auch nicht toll aus, die Straßen. Das ist viel zu verbessern, aber egal. So. Irrenhaus, Müll. Einkaufszentrum. Einkaufszentrum kann man immer gut gebrauchen. Das ist verdammt gut. So. Das hebt nämlich auch nochmal den Lebensstandard. Recyclingzentrum haben wir schon gemacht. Feuerwache. Werden wir natürlich auch noch eine hersetzen. Zack. Und eine Klinik. Eine Klinik ist auch gut. So, die Klinik setzen wir dahin. Feuerwache haben wir gemacht. Dann haben wir noch eine Kirche. Laufen. Ja, fit. Können wir ja hier oben hinsetzen. Aber wir haben auch noch eine Kathedrale. So, die setzen wir natürlich hier hin. Das sieht da schön aus, oder? Zack. So. Jetzt haben wir eigentlich alles aus diesem Bereich genommen. Wir können jetzt natürlich noch. So, hier kommen wir dann schon zum Amüsieren. Taverne, Stadion und sowas alles. Wasserpark. So. So. Wir müssen nämlich noch Beschäftigung für die Leute schaffen. Oh, ja, ich hab's vergessen. So. So. Fehlen nämlich ausgebildete Leute. Dann fangen wir an mit einer Zeitung. Zack. Zeitung. So, Bibliothek, Highschool und so, die setzen wir jetzt hier rein. So, eine Bibliothek. Dann eine Highschool. Eine Universität. Ein Radiosender.
Den setzen wir neben, neben die Zeitung. Kindheitsmuseum, Mausoleum, Fernsehstation. Zack. Hier können wir dann zum Beispiel eine Statue nehmen von El Presidente. Ja, die setzen wir mal hier schön. Ja. Setzen wir mal hier hin. Wir können dann auch noch hier sowas machen. Das ist dann halt. Ja. Halt ein bisschen beeinflussen die Bürger, dass wir toll sind. Ein Forschungslabor brauchen wir auch noch. Wenn wir ein Forschungslabor haben können, dann machen wir das natürlich. Zack. Raumfahrtzentrum. Oh, das machen wir aber mal ein bisschen weiter abseits. Das muss nicht hier direkt bei unseren Leuten stehen. So. Raumfahrtzentrum, Bibliothek, haben wir alles. So, dann machen wir hier noch das Museum. Zack. Und ein Mausoleum machen wir noch. Zack. Jetzt haben wir das alles. So. Jetzt wollen wir noch unsere Bürger bespaßen mit Opernhaus und so. Also ich mache das immer so ein bisschen alles in die Nähe von den Leuten. Bringt halt mehr. Und hier seht ihr ja, hier ist es doch scheißegal, ob er das nebeneinander baut oder ob da eine Straße ist bei den Opernhäusern und so. Da ist es vollkommen egal. So, Kabarett. So, machen wir ein Kabarett hier hin. Zack. Oh, ein Casino. Casino ist auch nicht schlecht, da kann man auch mal gebrauchen, wa? So. So. Und was haben wir noch? Hier, okay. Kaufen. Den setzen wir dahin. Zack. Da müssen wir nämlich gucken, dass wir hier Cocktailbar. So. Können wir auch hier auf der Ecke setzen. Dann haben wir noch einen Golfplatz. Der braucht viel Platz.
Gourmet-Restaurant. So. Nachtclub. Nachtclub ist immer gut. So, kommen die Leute auf andere Gedanken. So. Schnorchelbucht. So. Oh, der Strom wird knapp. Jetzt haben wir aber wieder Strom, aber nee, doch noch nicht. Wir haben nicht genug Arbeiter. Komm noch. Egal, wir bauen erstmal weiter. So, Nachtclub, Bucht. Muss am Strand hin. So. Aber da brauchen wir auch keine Straße hin. Seht ihr das? Drachen fliegen. Können wir hier noch hinquetschen? Ich wusste, dass sie das Richtige tun würden. Irgendwann. Museum für moderne Kunst. Theater. So. Yachtclub. So. Jetzt haben wir das gemacht. So, wir haben hier noch, da haben wir noch Bankenzeug und so, aber wir brauchen jetzt erstmal, nachdem wir Häuser und Spielcasinos und so gebaut haben und Bildung, brauchen wir jetzt natürlich was, wo die Leute arbeiten können. So. Ich würde sagen, wir fangen hier oben an mit einer Möbelfabrik. Und da Fabriken immer so schrecklich, schrecklich, schrecklich viel Dreck machen.
bringen wir die hier hinten unter. Dann machen wir jetzt hier einfach. Ist Staubsauger unterwegs? Achso. Soll ich ihn zurück zur Basis ordern? Immer klettert er hinterher. Ja, auch wenn er eine Basis ist, rennt sie dahin. So, Achtung, wir waren ja jetzt hier. Möbelfabrik, Schokoladenfabrik. Zack. Waffen. Waffen ist auch mal gut. Das läuft auch mal gut, denke ich. So. Im normalen Spiel müsst ihr das natürlich alles ein bisschen besser planen und timen, wie ihr das macht. Und nicht so wie ich jetzt hier Sachen ziemlich spät bauen. Das ist nur, weil ich jetzt Sandbox anhabe, um euch alle zu zeigen. Stahlwerk. Stahlwerk ist auch gut. Schiffswerft kaufen. Achso, Schiffswerft muss ja auch am Strand. So, jetzt wird das alles schon gebaut. Zigarrenfabrik auf jeden Fall. Ach nicht, Schiffswerft, Mensch. Normalerweise fängt man halt mit den kleinen Läden an. Und nicht gleich hier fette Fabriken. Gerberei, aber die Gerberei will ich nach hinten haben. Die will ich jetzt hier nicht hier vorne haben. Das weiß ich, was eine Gerberei an Stinkerei machen kann. Rumdestille. Und ein Sägewerk. So. Wir alles. So, jetzt haben wir hier noch so Ölpumpen und so. Ah, seht ihr hier? Ist ja gleich. Mensch, passt ja. Zack. Und da haben wir jetzt schon eine Straße. Wir haben auch natürlich Ölplattformen. So, da müssen wir mal gucken. Da sind. Da, seht ihr das? Hier. Die kannst du auch nur dahin bauen, wo das grün ist. Wartet, ich zeige euch das nochmal. Ich muss mal gucken, wo war das hier oben. Ölplattform. Müssen wir ja noch irgendwo was haben. Nicht? Doch, hier. Zack. Und wenn wir jetzt Ölplattform. Die kannst du auch nicht aufs Land bauen. Da hast du dann halt diese Bosch. Zack. Aber da ich jetzt natürlich nicht so weit rausbauen will. Thank you.
Hier kann man dann auch später Brücken bauen und so. Und hier kann man dann noch ein paar auslagern. So. Dann brauchen wir jetzt, fangen wir jetzt natürlich an hier oben. Erstmal mit Kokosnuss. So, eine Kokosnussernte. Da wir natürlich die Bäume hier alle wegholzen werden, brauchen wir eine Kokosnussplantage, wo es sich ein bisschen mehr lohnt. Hier. Hier ist grün. Wir können natürlich auch hier, weil hier haben wir ja noch ein paar, die können wir später dann wegruppen. So, dann Holzfällerlager. Können wir erstmal hier hinsetzen, der holt jetzt die ganzen Bäume hier weg. Dann brauchen wir hier erstmal nichts machen. So, Fischereihafen. Seht ihr das? Die können wir auch nur dahin bauen, wo die Teile sind. Ach, haben wir ja Glück gehabt. Bumm. Zack. Haben wir ja Glück gehabt, dass wir da so ein Ding haben. So, dann haben wir eine Plantage. So. Machen wir mal so. Da eine Plantage. Plantagen kann man nie genug haben. Jetzt setzen wir noch eine Plantage hin. Zack. Haben wir zwei nebeneinander. Seht ihr das? So, dann haben wir noch eine Farm. Die ist jetzt gerade, die ist eigentlich gar nicht mal so groß. Die setzen wir mal hier oben mit dran. So, haben wir auch zwei Farmen. Ein Bergwerk haben wir noch. Und da wird uns auch angezeigt, wo das hin soll. Hier. Zack. Das geht auch nur da. Und da haben wir jetzt halt verschiedene Möglichkeiten. Wir können jetzt so ein normales Bergwerk bauen. Was wir aber nicht machen werden. Wir werden da ein automatisiertes Bergwerk bauen. Zack. Jetzt müssen wir natürlich hier noch die Straße ransetzen. So. Ich kann euch das nochmal zeigen. So, automatisiertes Bergwerk. Hier ist halt für da. Hier haben wir noch Gold. Guckt euch das an. Wir haben sogar Gold. Und das so ja in unserer direkten Nähe. Schon mal vorbereitet. Die automatischen sind halt automatisch. Ach, haben wir ja Glück hier. Mensch, was haben wir hier für ein Schwein? Wandert jetzt oder? Die werden, die kann man, setzt man hier hin und die bauen das halt alles komplett automatisch ab. Die bevorzuge ich jetzt zum Beispiel. Hier haben wir auch noch Uran, haben wir auch noch alle hier dicht aneinander. Bin gar nicht gewöhnt, dass das alles so dicht ist. Normalerweise ist das immer alles ewig weit auseinander. Das ist normalerweise nicht so dicht. Und hier oben auch gleich nochmal Gold. Oh Herrgott im Himmel, was ist denn hier? Ist das geil? Ach nee, ist doch nicht dein Ernst.
Jetzt haben wir das alles versorgt. Ja, die da hinten brauchen wir jetzt nicht erschließen. Ah, scheiße, ich hab die. Ah, fuck. Ich hab's verkehrt rumgebaut. Ach, Mann. Müssen wir halt ein Gebäude abreißen, damit wir wieder neu bauen können. Und zack. Jetzt ist es da, wo es hin soll. Der Roboter ist bei mir. So. Und dann könnte man rein theoretisch auch ein Atomkraftwerk hier oben hinsetzen, wo jetzt gerade kein Platz ist, wegen der Straße und das alles. Weil wir haben auch die Möglichkeit, Transformatoren und sowas zu bauen. So. So. Ah, auf Nummer sicher. Wir machen mal lieber Nummer sicher. So, wir haben keine Arbeiter. Und nicht genug Material. Okay. Gut, dann brauchen wir jetzt hier weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Farm, Bergwerk haben wir gemacht, Ölplattform haben wir gemacht. So, die Fischfarm.
So. Da. Jetzt haben wir die Fischfarm, Ölplattform, Hydrokultur. Die Hydrokultur können wir auch ruhig hier ransetzen. Das ist jetzt nicht so wild. Mastbetrieb haben wir auch noch, den setzen wir mal hier ran. So. Jetzt haben wir von dem auch alles gebaut. So, jetzt brauchen wir noch Bankenwesen und so. Fangen wir unten an mit einer Bank. So, die können wir damit hinsetzen. Ja. Gut. Das sieht verdammt gut aus. So, wo waren wir stehen geblieben? Bank. Ein Botschaftsgebäude brauchen wir noch. Ja, da fragt er uns garantiert gleich, welche Botschaft. Die setzen wir mal hier oben hin. Zack. Da können wir gleich mehrere Botschaften rein theoretisch bauen. Halten. Da ist mein Präsident da. Ich habe nur noch 100 Bewohner.
Ich putte da jetzt überall Geld dazu. Jetzt müsste es wieder wachsen, ja. So. Ja, meine Bewohner gehen zurück, aber egal. Es soll ja jetzt auch nicht hier alles funktionieren. Das geht ja rein darum, dass ich euch alle zeigen kann. So, was haben wir denn noch? Ein Gerichtsgebäude können wir natürlich auch hier brauchen. Muss ja Recht gesprochen werden. So. Eine Polizeiwache brauchen wir logischerweise. Da muss man nur gucken, ob das... Die kriegen natürlich mehr Geld, die Polizisten. Und die werden auch staatlich subventioniert. So. Bank, Gerichtsgebäude, Informationsministerium. Zeppelin. So. Bürogebäude. Nicht schlecht. Bürogebäude kannst du auch immer hier brauchen. Obwohl, wir können ja jetzt hier noch ein Bürogebäude hinsetzen. So, und damit wir den Leuten hier dann auch gleich noch was bieten können, gibt es gleich auch noch was anderes. Ein Kerker, den setzen wir natürlich dahin, wo, ja, na Ticker. So, den setzen wir hier hin. Den wollen die guten Bürger ja nicht hier direkt daneben haben. Gefängnis.
Einwanderungsbehörde, die setzen wir halt hier noch mit hin. Warte mal, da müssen wir jetzt erstmal... Zack. So. Oh, ich habe was versehen von der Farm weggenommen. Scheiße. So, Einwanderungsbehörde, Zollamt. Ministerium. Neues genetisch manipuliertes Getreide. Also Botschaft haben wir schon gebaut. Auf den benachbarten Inseln der Republik Obressen. Bauern sagen, wir lieben es, jedes Jahr für Saatgut zu zahlen. Die Wahl war ein wahrer Epic. Wenn Sie bitte hier unterschreiben. Präsident! Ihre Wissen, Ihre Hilfe zu schätzen, Präsidente. Aber ich fürchte, dass wir ein Problem mit Ihrem Papierkram haben. Es gibt einfach nicht genug davon. Hey, Präsidente! So, Russland, loben. So, reicht dir erstmal drei Botschaften. Ach, scheiße, Feuerwehrbräuk. Was haben wir denn jetzt hier noch übrig? Das haben wir gemacht. Also eigentlich haben wir jetzt hier alles einmal rum. So, jetzt fehlen uns natürlich noch... Hier haben wir natürlich noch nicht freischalten, seht ihr das? Aber wir können hier sowas bauen. Und da bauen wir jetzt hier mal so einen schönen 3x3 Park. Ja. Und machen jetzt mal unsere Bürger hier so ein bisschen glücklich. 2x3. So, und dann 2x2. Und 1x1. Ja. 2x2, ne, wir wollen 2x2 wollen wir jetzt. 2x2. Und dann haben wir noch 2x3. Ne, da haben wir ja nur ein Feld. Zweimal 1.
So, seht ihr das? Haben wir hier was Schönes dazwischen gesetzt. So. Aber Spaß wollen sie. Das haben wir noch nicht gemacht. Seht ihr? Da habe ich doch noch was vergessen. Geht doch nicht da durch. Warum nicht? Das ist der Platz. So, Touristenhafen. Fangen wir damit an. So, jetzt haben wir hier das.
Bauarbeiter können diese Stelle nicht erreichen. Ach, Scheiße. Wieso können die das nicht erreichen? Hier ist da eine Straße jetzt gebaut. Verbinden Sie die Insel mit Anlegestellen oder Brücken? Habe ich doch gemacht. Was haut denn jetzt hier nicht hin? Verstehe ich nicht. Ich habe jetzt hier eine Anlegestelle. Verstehe ich auch nicht. Ich habe hier. Habe ich hier vielleicht irgendwo was vergessen? Nö. Steht. Komm mal hin.
Ja. So, jetzt sollte aber eigentlich wieder genug sein. So. Wir haben nämlich noch Tourismus zu bauen. Ethnische Enklave. Jetzt nochmal dahin. Direkt beim Abbauen. Flughafen. Also ich verstehe nicht, hier kommen die Bauarbeiter her. So, aber hier kommen die Bauarbeiter angeblich nicht lang. Obwohl ich hier eine Brücke gebaut habe. Und die Brücke ist auch nicht unterbrochen. Hier, seht ihr das? So, jetzt sind die aber verbunden. Ich habe auch eine Anlegestelle. Ich kann ja mal einen Transporthafen hinsetzen. Ach, da baut er auf immer, okay. Unbegreiflich. Verstehe ich nicht.
Das ist mir... Muss ich nicht verstehen jetzt. So, aber jetzt haben wir bei Touristen auch alles gebaut, oder? Flughafen, ja. Ja, das kann ich alles noch nicht bauen, weil das kriegt man in der Story freischalten. Und mit den Piraten zeige ich euch noch schnell. Hier muss man die auch noch hochsetzen. So. Durch die Piratenbucht kriegen wir nämlich auch ein bisschen was freischalten. So. Es soll jetzt nicht schön aussehen und es soll auch nicht alles funktionieren, aber damit ihr mal alles gesehen habt. Ja, also wir haben jetzt hier zu wenig Häuser, wir haben auch kaum Leute jetzt. Also eigentlich muss so eine Stadt in der Größe muss langsam wachsen. Ich wollte halt nur alles mal ein bisschen aufbauen, damit ihr das so ein bisschen seht. Wir sind jetzt schon wieder bei 2 Stunden, ey. Wie gesagt, es sollte jetzt auch nicht funktionieren. Ich wollte einfach nur mal so ein kleines Grundkonzept hier aufbauen, damit ihr alles mal gesehen habt. Weltraumhafen, Piratenstation, Flughafen, Atomkraftwerk. Wir haben natürlich jetzt Konflikte aus und so was alles. Es gibt auch noch Konflikte. Dann werdet ihr gestürzt und... Ja, ey, Präsidente. Dann könnt ihr gestürzt werden. Ihr könnt... die können sich gegen euch auflehnen. Die Bürger, die Beamten können kommen und sagen, hey, du hast uns pleite gemacht, jetzt verpiss dich auf gut Deutsch. Also von daher seid ihr da nicht gefeilt, dass er da auch sozusagen rausfliegt. Atomprogramm, seht ihr, das habe ich vergessen zu bauen. Atomprogramm. Und hier, Stadion zum Beispiel, das haben wir auch nicht gebaut. Kann man noch ein Stadion bauen. Wasserpark. Die Bürger sollen ja zufrieden sein. Ja, meine Tochter deckt hier gerade den ganzen Tisch ab. Achterbahn, ja. Die setzen wir auch nochmal hin. Zack. Botanischer Garten, Zirkus. Ich hatte auch gestern, hatte ich ja schon mal gemacht, da hatte ich hier unten so ein komisches Ding. Hoppala. Zack. Das war hier bei. Da war es mit bei. Nee, hier ist es nicht mit bei. Das konnte man ins Wasser setzen. Oder musste ich ins Wasser setzen? Hier. Ist aber hier jetzt. Da ist es. Office-Büro. Offshore-Büro. Das müsst ihr ins Wasser setzen. Und dann könnt ihr da dann mit anderen Mächten handeln. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, Russland, dann können wir hier sagen, China haben wir schon. Das ist nämlich hier China. Brauchen wir noch. Und dann EU. Dann haben wir auch die EU.
So, dann können wir nämlich mit allen hier schön Offshore-Konten machen und so. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Achso. Und jetzt sind wir aber hier mit allem durch, oder? Ja. So, dann würde ich mich jetzt hier nach fast 2 Stunden... Oh. Ich brauch mehr Polizei. Rebellen sind's, okay. Gut, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wir haben einfach nur wahllos drauf rumgebaut, damit ihr mal seht, was man bei Tropico 6 jetzt alles für Möglichkeiten hat. Also, wir sind viel mehr Gebäude mit bei als bei 5. Wie gesagt, wenn hier irgendwo ein Bug mit bei war, was ihr seht, dann ist es, weil es noch nicht veröffentlicht ist. Ich habe noch nicht den Day One Patch drauf. Der kommt ja erst. Das Spiel kommt am 27. raus und wir sagen heute den 19. Ja? So, wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.